Hey Leute, ich bin's Conny und heute will ich euch zeigen, wie jeder von euch auf jeden Fall ein gratis Huge Pet bekommen kann. Denn in Pet Simulator X kam ja vor 2 Tagen das Hologramm-Update raus. Und in dem Hologramm-Update wurden halt diese Wege hier hinzugefügt, die ein absoluter Scam sind, wenn man ewig lange abbaut und dann hat man nur ein Viertel Chance, dass dahinter ein Eck ist, welches viel zu teuer ist. Aber ihr wisst ja Bescheid, es ist so wie es ist. Es ist eine coole Idee, aber sehr blöd umgesetzt und deswegen, muss man halt damit leben. Aber wie es auf jeden Fall leichter für einige von euch wäre, die Dinger da abzubauen, wenn ihr ein Huge Pet hättet. Weil ich weiß, viele von euch haben keine Huge Pets. Falls du schon ein Huge Pet hast, kannst du es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welches und vor allem wie viele. Weil es mich wirklich interessieren würde, wie viele von meinen Zuschauern überhaupt schon Huge Pets haben und wie viele halt nicht. Ich glaube nämlich, dass viele keine haben. Aber das wird sich bald ändern. Denn wenn wir in die Changelogs vom Update reinschauen, dann sehen wir hier das Hologramm-Update featuring 2 neue Huge Pets. Warte, 2 neue Huge Pets? Es gibt den Huge Kawaii Dragon und den Huge Ninja Axolotl. Aber das sind gar nicht die Huge Pets, die ihr bekommen könnt, weil für die muss man halt wirklich lange grinden im Spiel. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, die zu bekommen. Worüber ich reden möchte, ist ein ganz anderes Huge Pet, das ihr mit einer sehr viel höheren Wahrscheinlichkeit bekommen könnt. Also wenn ihr einfach dafür arbeitet, kriegt ihr es ganz bestimmt. Dafür gucken wir nochmal in die Changelogs rein. Scrollen nach unten, wir sehen hier diese komischen Kawaii-X-Quests, das Dojo und was nicht alles. Wenn wir ganz weit nach unten scrollen, sehen wir hier natürlich noch das Hologramm-Eck und dann kommt darunter dieses Huge Pet. Was? Coming soon, Huge Chef Cat. Dieses Huge Pet, das ist noch nicht im Spiel drin. Aber die Huge Chef Cat, die wird ins Spiel reinkommen. Es wird die Möglichkeit geben, sie zu bekommen, und zwar am 31. März. Das ist dieser Freitag, einen Tag vor dem nächsten Update, welches übrigens wieder ein erstes April-Update ist. Mal gucken, was da am 1. April auf uns zukommt. Aber einen Tag vor dem 1. April, also wird es, hoffe ich zumindest, kein April-Scherz sein. Wenn doch, dann wäre das ziemlich mies von Preston. Habt ihr alle die Chance auf ein Huge Pet? Und das ist auch so dieser eine Knackpunkt dabei. Wenn wir hier hingehen, steht da, wir haben die Chance, ein Huge Pet in Pet Simulator X zu bekommen. Und so wie wir Pet Simulator kennen, bedeutet Chance eigentlich, dass ihr es nicht bekommt. In dem Fall glaube ich aber, dass mit Chance tatsächlich gemeint ist, dass man die Chance hat, indem man halt wirklich teilgenommen hat. Weil in dem Ankündigungsvideo auf Big Games wurde gesagt, dass ihr zu 100% ein Huge Pet bekommen könnt. Und auf diese Art und Weise kannst du zu 100% ein Huge Pet in Pet Simulator X bekommen. Dafür geht ihr rein in My Restaurant von Big Games. Und schon sind wir hier in einem Restaurant. Ich habe schon mal ein bisschen gespielt, aber nicht wirklich sehr weit gespielt. Was wir brauchen, sind 100.000 Kunden, die wir bedient haben. Und 100.000 Kunden dauern ziemlich lange. Aber wenn ihr es schafft, 100.000 Kunden in My Restaurant zu bedienen, bis zum Freitag, dem 31. März, dann bekommt ihr in Pet Simulator X diese Huge Chef Cat. Falls ihr euch fragt, wie ihr 100 Kunden bedient, ihr geht hier einfach hin, klickt immer auf die Symbole, die erscheinen. Ihr könnt hier E drücken zum irgendwas machen. Einfach immer die Kunden bedienen, machen, was da steht. Tutorial ist ziemlich simpel. Mir wird gerade gesagt, ich soll hier kochen, also koche ich einfach mal. Und wenn ihr dann genug Geld verdient habt, dann könnt ihr euch Personal einstellen, das halt eure Aufgaben erledigt. Dann könnt ihr weitere Sachen machen, ja einmal die Bestellungen der Kunden aufnehmen. Jetzt haben wir hier wieder 2 Bestellungen. Eine ist fertig, dann kann man es den Kunden zurückgeben, hier E und E drücken. Eigentlich müsst ihr nur herumlaufen und die ganze Zeit E drücken. Und dann läuft das schon von alleine und ihr bekommt von alleine Geld. Falls ihr euch fragt, wie viele Kunden ihr schon bedient habt, könnt ihr links auf die Einstellungen gehen und seht dann hier eure Statistiken und da steht bei mir Kunden bedient 50. Das heißt, von den 100.000 Kunden bin ich noch ziemlich weit entfernt. Wie ihr schneller Kunden bekommt, dafür geht ihr einfach rüber zum Shop und könnt euch dann hier besseres Equipment kaufen. Möbel sind nicht wirklich wichtig, dass ihr euch die teuren holt. Wichtiger ist es, dass ihr euch viele holt. Natürlich die Öfen, hier ihr seht die kochen etwas schneller, wenn sie auch etwas teurer sind. Ich habe gerade aber gar nicht genug Geld, um mir die ganzen teuren Öfen zu kaufen. Ich kann mir nur so einen billigen Herd holen. Den kaufe ich auch einmal. Und ein billiges Waschbecken, warum nicht, kann ich mir auch noch eins kaufen. Dann gehe ich aber wieder zurück zu meinem Restaurant. Dafür gibt es hier links unten den Teleportieren-Punkt. Und dann gehe ich unten links auf Geräte und stelle hier einen neuen Herd hin und ein neues Waschbecken. Das stelle ich einfach mal dahin so. Damit einfach mehr gewaschen werden kann. So, dann können wir direkt mehr kochen. Mehr Kunden bedienen und alles läuft besser. Jetzt habe ich hier auch noch Abwasch. Alles klar, Bestellung hier rein, bam, bam, bam. Einfach mal die ganze Zeit eh spammen, mehr mache ich gar nicht. Und irgendwann stellt ihr euch halt neue Mitarbeiter ein. Geht das irgendwann wirklich ratzfatz. Und wie in jedem Restaurant ist es natürlich so, wenn ihr mehr Stühle habt, könnt ihr mehr Kunden bedienen.
Wenn ihr mehr Herde habt, könnt ihr mehr kochen. Wenn ihr mehr Abwaschbecken habt, es soll halt einfach nicht stacken. Ihr braucht von allem mehr und könnt euch dann hier auch mehr neue Etagen dazu kaufen. Halt genauso wie diese ganzen anderen MyGames. Auf meinem Kanal gab es auch schon mal ein Video zu, ich glaube MyStore hieß das, welches genau dasselbe Spielprinzip ist. Und mit der Zeit bedient ihr einfach automatisch immer mehr Kunden. Und dementsprechend dauert das irgendwann auch gar nicht mehr so lange. Und das wär's dann eigentlich auch schon. Irgendwann läuft euer Restaurant gut genug, dass ihr einfach nur noch warten müsst, die Kundenzahlen, die laufen automatisch nach oben. Manchmal steigt ihr dann auch irgendwann ein Level auf. Das bringt euch dann die Möglichkeit, mehr Köche einzustellen, mehr Kellner einzustellen. Hier rechts seht ihr übrigens noch eure Quests, die ihr erfüllen könnt für mehr Geld. Und viel mehr gibt es gar nicht zu beachten. Je länger ihr spielt, desto weiter reitet euer Restaurant fort. Und irgendwann läuft das alles einfach nur noch automatisch und ihr müsst nichts tun, außer zu warten. Das heißt, wenn euer Restaurant weit genug läuft, dann könnt ihr einfach AFK in dem Spiel drinstehen bleiben. Müsst natürlich alle 20 Minuten einmal hier irgendwo reintippen oder so, damit ihr nicht rausfliegt. Und dann kriegt ihr die 100.000 Kunden blitzschnell zusammen für das Free Huge Pad in Pets im Lotto X. Hier seht ihr einmal, wie weit ich jetzt bin, nachdem ich ein paar Stunden gefarmt habe. Ich habe nach der Aufnahme nochmal im Livestream etwa 1,5 Stunden gefarmt. Hab dann nach dem Livestream noch ein bisschen einfach automatisch AFK weiterlaufen lassen. Und so sieht es jetzt aus. Ich habe jetzt schon 3000 Kunden bedient und es geht immer, immer schneller. Mit jedem weiteren Kunden, den ich bediene, kann ich mehr Kunden bedienen. Vor allem, ganz wichtige Strategie ist es halt, viele Sitzplätze zu holen. Ich habe hier schon eine zweite Etage und ihr seht, wie ich das ausgespaced habe. Ich lasse einfach gar keinen Platz zum Laufen. Das ist gar kein Problem. Ich habe hier einen Tisch, an jedem Tisch 4 Stühle, dann wieder an jedem Tisch 4 Stühle, an jedem Tisch 4 Stühle, überall ganz viele Tische, Stühle und halt so das absolute Minimum, was man dann an Geschirrspülern und an Herden braucht. Und hier noch so ein Order-Ding. Das ist das, was ich hier habe und das ist relativ effizient. Hier, ja, ich kann theoretisch selber hier auch mal ein bisschen was bedienen. Habe ich aber gar keinen Bock drauf, viel zu anstrengend. Das machen meine Mitarbeiter automatisch. Und da ich das AFK durchlaufen lasse, ist das für mich auch gar kein Problem, mir jetzt Mitarbeiter zu kaufen. Weil ich habe es laufen lassen, habe jetzt wieder 78.000 Geld und kann jetzt auf Mitarbeiter gehen und dann einfach 2 neue Köche einstellen. Ist gar kein Problem für mich. Kann die Kunden hier reinlassen und jetzt, wo ich halt ein bisschen AFK rumstand, kann ich halt wieder zum Shop gehen und mir neue Tische und neue Stühle kaufen. Das heißt, ich gehe hin, kaufe mir 3, 6, 9 Tische und dann kaufe ich mir 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Ach, ich kaufe einfach kaufen, bla 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 bla. Auf jeden Fall das Vierfache an Stühlen. Dann gehe ich wieder zu meinem Restaurant. In die zweite Etage. Oh, hier sind Geschenke. Die sind auch immer gut. Aufsammeln. Bam. Ein Tisch wieder drin. So. Dann gehe ich hier wieder hin und space das einfach aus. Ich gucke einfach, wo habe ich Platz. Gehe auf Möbel und dann platziere ich die hier so. Bam, 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 bam. Dann Tisch. Jetzt haben wir hier wieder Platz. Dann natürlich hier wieder einen Tisch hinstellen. Bam, 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 bam. Und immer so weiter. So wie halt am besten Platz ist. Möglichst wenig Tische, möglichst viele Stühle. Weil je mehr Platz wir im Restaurant haben, desto mehr Kunden können wir bedienen. Und die Kunden, die kommen automatisch. Die füllen das Ding ab. Wenn ihr irgendwann merkt, dass die Plätze nicht alle befüllt werden, dann wird es Zeit, auch mal wieder einen neuen Herd hinzustellen, einen neuen Geschirrspüler hinzustellen, dass es einfach alles voll wird. Und das war's dann basically auch schon. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Wenn ihr zufälligerweise My Restaurant schon weit genug gespielt habt und die 100.000 Kunden schon habt, umso besser. Das wäre natürlich super cool für euch. Das war's aber erstmal mit meinem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Klickt jetzt auf das Video, das euch hier angezeigt wird. Bis dann und ciao!